Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sword Art Online Fatal Bullet. Ich freue mich ganz herzlich, dass ihr auch wieder bei dieser neuen Folge eingeschaltet habt. Ja, wir kämpfen hier und heute gegen den Behemoth hier auf 125. Wir haben ja in der letzten Folge das bekommen, dass wir diesen Behemoth hier besiegen sollen. Und den ersten Behemoth haben wir ja besiegt, aber dann ist ja Livre aufgetaucht und dachte sich so, YOLO, ich baue einfach nochmal einen zweiten Behemoth. Jetzt wird man wahrscheinlich denken, der wird mit Sicherheit auch total schwach sein, aber ich kann euch sagen, da werdet ihr euch täuschen. Ich muss tatsächlich sagen, dieser Behemoth-Boss-Fight ist absolut zu 100%ig der schwerste Bosskampf, den ich jemals in meiner Zockerkarriere gespielt habe. Also dieser Bosskampf ist absolut mega super heftig. Ja, leider hört ihr keinen Ton, weil ich aus Versehen noch meine Audio-Sound des Desktop anhatte und auf dem Desktop, wo ich das hier aufgenommen hatte, hatte ich noch was anderes laufen und zwar Sky, aber das ist jetzt nichts, worüber ihr Sorgen machen müsstet. Also wenn ich den normalen Ton hier einblenden würde, dann würdet ihr nicht nur den normalen Ton hören, sondern halt auch ein paar Sky-Kommentatoren. Und da ich wahrscheinlich dadurch dann gestrikt werden würde, habe ich gedacht, okay, schneide ich das hier raus und werde wahrscheinlich irgendeine andere Musik hier reinfügen. Mal gucken, lass ich mal gucken. Aber dann später die Zwischensequenz, die dann nach dem Bosskampf kommt, werdet ihr dann aber mit Ton hören. Ja. Jetzt wird sich der ein oder andere sagen, ja, ist dieser Bosskampf schwer? Wieso ist dieser Bosskampf so schwer? Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte unglaublich Probleme mit diesem Bosskampf, weil das Problem ist, dass sie hier eine unglaublich starke Waffe eigentlich braucht. Wichtig ist bei diesem Bosskampf zu wissen, dieser Rang da auf der linken Seite ist das. Links oben seht ihr ja da oben einmal so einen komischen Counter, wo ich keine Ahnung habe, was der bringt. Aber dann seht ihr noch so ein komisches Rangsystem und daneben noch so einen komischen Kollegen. Und zwar ist es so, dass ihr, wenn ihr, ich weiß immer noch nicht, wie man den Rang erhöhen kann, auf jeden Fall, wenn ihr den Rang erhöht, dann wird der Schaden noch, dann wird euer Rang höher. Wenn euer Rang höher ist, es kann maximal bis Rang 3 kommen. Und Rang 3, dann bekommt ihr nämlich Support. Also ihr könnt jetzt immer wieder Support holen euch. Und dann kommen irgendwelche Maschinen, also gegen die Maschinen, die ihr sonst eigentlich gekämpft habt, die helfen euch plötzlich. Das sind diese Unterstützermaschinen, die wir schon aus der letzten Folge gehört hatten im Tutorial. Und auf jeden Fall, diese Maschinen unterstützen euch. Wenn ihr Rang, was ich sehr empfehlen kann, ist Rang 3. Also ich würde euch empfehlen, immer versuchen, den Rang auf Rang 3 zu erhöhen. Und dann an diese ganzen Schalter, die hier links und rechts stehen, die könnt ihr jetzt nicht sehen, weil ich gegen den Boss kämpfen muss. Da könnt ihr dann tatsächlich diesen jeweiligen Gegner hinzuholen. Der hat nur eine bestimmte Lebenszeit, der hält auch nicht relativ viel, der hält auch nicht wirklich viel aus, also ein paar Attacken und dann ist er schon tot. Das ist leider der negative Nachteil. Leider ist es so, dass ich halt nicht weiß, wie man diesen Rang erhöht. Ihr müsst halt einfach, was ich euch empfehlen kann bei diesem Boss, haut einfach immer wieder oben auf dieses Auge. Sag ich jetzt mal so, es ist ja nur eine Maschine, aber ich würde sagen, es ist das Auge von diesem Behemoth. Und da müsst ihr drauf schießen, denn das ist der Schwachpunkt. Versucht irgendwie diesen Bosskampf zu schaffen. Ich habe mir ein Snipergewehr geholt. Ich kann euch empfehlen, euch ein Snipergewehr zu holen, und zwar ein bestimmtes Snipergewehr. Ja, ich weiß nicht mehr, ob ihr euch erinnert. Ich glaube, es war in dem dritten DLC oder im zweiten DLC, bin ich mir da nicht 100% sicher. Ich glaube, es war aber im dritten DLC. Da gab es doch diese eine Aufgabe, wo wir durch die ganze Welt laufen mussten, also durch das dritte Gebiet laufen mussten, und da mussten wir doch irgendwelche Kisten finden. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, falls jemand das Spiel selber spielt.
Da gab es doch diese komischen Kisten, die wir öffnen mussten. Und dann waren da drinnen diese Schlüssel. Genau, das war auch im dritten DLC. Das war im dritten DLC. Wo wir vor dieser verschlossenen Tür standen in diesem Dungeon. Und das Spiel uns gesagt hat, ja, finde hier diese komischen Schlüssel. Und dann haben wir in Einsanden, nee, nicht in Einsanden, sondern das Gebiet, was danach kam, da mussten wir dann diese Schlüssel suchen. Und bei diesen Schlüssel standen doch auch solche komischen Typen. Die waren ziemlich stark, wenn ihr gegen die kämpfen werdet, die euch ziemlich schnell wegsnacken, wenn ihr nicht so gut gelevelt seid. Die Gegner sind unglaublich stark und die haben ein Snipergewehr. Dieses Snipergewehr solltet ihr euch holen. Am besten würde ich euch empfehlen, dieses Snipergewehr auf mindestens auf selten zu bekommen. Es ist nicht einfach, die Waffe auf legendär zu bekommen. Ich habe sie hier auf selten zum Beispiel. Auf episch oder Legende hab ich sie nicht bekommen. Nee, stimmt. Stimmt, das ist eine epische Waffe. Stimmt, das, was ich hier gerade verwende, ist eine epische Waffe. Und außerdem kann ich euch auch noch empfehlen, wenn ihr auch Probleme habt, nicht nur diese Waffe zu benutzen, die da gedroppt wird. Also diese Waffe könnt ihr auch immer noch bekommen. Selbst wenn ihr diese Kisten eingesammelt habt, könnt ihr an den Spot gehen, wo diese Kisten waren. Und dann sind da diese lilanen Kämpfer und die haben dieses Snipergewehr, was ich hier benutze. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie das heißt. Und dann würde ich euch empfehlen, zu Lisbeth zu gehen und da könnt ihr dann mal eure ganzen Waffen durchstöbern und da werdet ihr dann den Punkt finden, plus, bei mir war es zum Beispiel, plus 20% Mecha-Schaden. Denn dieses Vieh ist natürlich logischerweise ein Mecha und also eure Waffe müsst ihr sozusagen so ein bisschen pimpen bei Lisbeth, dass ihr ein bisschen mehr Mecha-Schaden mit eurem Sniper-Gewehr machen könnt. So könnt ihr halt einfach mehr Schaden machen. Was ich euch auch noch empfehlen kann, sind die Punkte Attacke noch zu erhöhen und da, wo ihr, da dieser Punkt, wo man kritische Treffer erhöhen kann. Diese Punkte solltet ihr leveln, ganz besonders leveln. Man kann ja seine Statuswerte ständig immer wieder zurück auf 0 setzen. Und wenn ihr das geschafft habt, eure Statuswerte auf 0 zu setzen, dann levelt besonders Attacke, also die Stärke von euch und diesen Punkt, wo ihr kritische Treffer machen könnt. Dann würde ich euch noch empfehlen, als Partnercharaktere, Charaktere, die wirklich gut draufhauen können. Ich würde euch hier zum Beispiel übrigens mit dem Rangsystem, ihr seht jetzt da zum Beispiel links, habe ich irgendwas gemacht und jetzt bin ich mittlerweile Level 2, aber Level 3 ist dann der stärkste Charakter, der stärkste Gegner, der euch supporten könnt. Auf jeden Fall an Charakteren würde ich euch empfehlen, wirklich starke Charaktere mitzunehmen und zwar Charaktere, ihr könnt ja auch bei den ganzen anderen Charakteren gucken, wie hoch die zum Beispiel ihre Waffen gelevelt haben. Zum Beispiel bei Elise war es bei mir zum Beispiel so, dass, weil ich Elise immer sehr oft mitgenommen hatte, hatte Elise Schrotflinte bei 100%. Das wäre zum Beispiel auch noch wichtig, dass ihr davon eure stärksten Charaktere mitnehmt. Vielleicht auch noch ein Heiler könnte euch vielleicht durchaus helfen. Aber das ist so das, was ich euch empfehlen kann, falls ihr ebenfalls bei diesem Boss Probleme habt. Solltet ihr natürlich weitere Probleme haben mit dem Boss, kann ich euch nur empfehlen, auf leicht zu spielen. Ich spiele ja hier auf leicht, weil dieser Bosskampf einfach aus meiner Sicht viel zu schwer ist. Also ich habe wirklich lange bei diesem Boss gekämpft. Wo ich diesen Boss versucht habe, habe ich 3,5 Stunden versucht, gegen diesen Boss zu kämpfen. Der Bosskampf dauert auch nur 10 Minuten, also könnt ihr euch ausrechnen, wie oft ich gegen diesen Boss gekämpft habe. Hab dann einen meiner Abonnenten gefragt, also einer von euch hat mir dann geholfen. Und der hat mir dann halt diesen Tipp mit diesem Snipergewehr gegeben. Und ich für mich persönlich habe halt herausgefunden, wenn ich halt starke Charaktere mitnehme, dann mache ich halt deutlich mehr Schaden. Also das ist auch noch so ein Tipp, den ich euch mitgeben kann. Denn das Snipergewehr halt wirklich, dieses Snipergewehr ist halt auch das Stärkste, was es im Spiel gibt. Das macht halt wahnsinnig viel Damage und so. Also dieses Snipergewehr kann ich euch definitiv empfehlen. Und jetzt werdet ihr zum Beispiel sehen, ja, der kommt da halt immer näher ran. Und das Problem ist, es ist ganz schwierig, ihn zu stoppen. Und irgendwann hatte ich es dann tatsächlich geschafft. Also ich habe den ersten Tag, das war ein Samstag, habe ich das 3,5 Stunden am Stück versucht, habe das überhaupt nicht geschafft.
habe dann einen Abonnenten gefragt, also einen von euch gefragt, der mir dann geholfen hat. Und dann habe ich das halt, habe ich mir das geholt und habe dann aber tatsächlich Pause gemacht, habe dann eine Woche Sword Art Online Fatal Bullet wirklich überhaupt nicht angerührt. Und nach einer Woche habe ich mir das dann alles zusammengebastelt und habe dann gegen den Boss gekämpft. Ich glaube, im zweiten Versuch hat es dann tatsächlich funktioniert. Also ich bin auch unheimlich froh, dass ich diesen Bosskampf geschafft habe, weil ich muss einfach sagen, das ist für mich definitiv der schwerste Bosskampf in einem RPG of all time. Also es ist ja kein direktes RPG, aber ich würde mal das Spiel hier als RPG beziffern. Und ich würde sagen, es ist definitiv der schwerste Boss, gegen den ich jemals gekämpft habe. Ich finde ihn wahnsinnig schwer. Ja, das war's jetzt erstmal. Wir sehen uns dann gleich wieder nach der Zwischensequenz. Denn es gibt noch eine Sache, die ich euch erzählen muss, die leider nicht so gut ist. Kachimashita! Yarimashita yo, Master! Kondo koso watashitachi no kachi desu! これは僕たちの勝利ってことでいいのかな？もう終わりよ、リエブル。まだ、まだ、まだまだまだ！私の名前はリエーブル。マスターの特別は負けたりしない。いいえ、あなたとあなたのマスターは負けたの。私様子がおかしいです。自分のことがわからなくなっています。デイジーちゃん、外部から強制介入、自己修復モードに設定して。了解です、マスター。ご修復モードに移行しました。でも動かなくなっちゃいましたよ。デイジー、リエーブルは大丈夫なのですか？全機能を修復に使用しているため停止状態になったと思われます。しばらくは目覚めることはないかと。そんな、どうしてこんなになるまで。彼女自身が使命を達成しようとする強い意志を持っていたのもあるけれど、マスターが彼女にそう望んだから。だからこの子は。リエーブルのマスターって結局誰なのかしら。
リエーブルを操って運営側の想定レベルをはるかに超えるイベントを発生させたやつだ。高いプレイヤースキルを持ってるのは間違いないだろうけど、そう簡単には見つからないだろうね。これだけのことをやってのけたんだ。アファシスの AI 崩壊まで計算に入れてたんじゃないかな。リエーブルのマスターか。キリト君？リエーブルのマスターはなぜアファシスにこんなことをさせたんだろう。リエーブルの話を聞く限り、間違いなく彼女の目的を理解した上でそれを後押しした。何か目的があったんじゃないかとか。いや、ただの考えすぎかもな。これで一件落着ってことでいいのかな。みんな集まってるし、リズの提案通り打ち上げでもしましょうか。賛成です。みんなとパーティーなのです。あ、なら私みんなに声をかけてきますね。楽しみですね。Ja, das war der dritte DLC, das Ende des dritten DLC. Es gibt im Grunde genommen eigentlich noch ein geheimes Secret Ending. Hier kommen übrigens die Credits des DLC. Es gibt übrigens auch noch ein geheimes Secret Ending. Dieses Secret Ending kann ich euch nicht zeigen, weil es bei mir einen Bug gibt. Und zwar ist es so, wenn man BF Morph besiegt, dann schaltet man eine geheime Zwischensequenz frei. Wenn man danach noch eine bestimmte Quest von Yui annimmt. Bei mir ist es aber so, dass diese Quest von Yui einfach nicht kommen will. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch schon mit einigen Leuten geschrieben, auch schon in Forum mich gelesen. Aber anscheinend ist es so, dass es bei mir einen Glitch gibt und dass diese Quest nicht kommt. In dieser finalen Sidequest sieht man übrigens, dass das Arpha-System, also das Livres Meister Supplyse ist. Und wer die allererste Folge gesehen hat von Sword Art Online Assassination, da sieht man Supplyse. Also Supplyse, den ihr da dort im Anime seht, ist in Wirklichkeit der Meister von Livre. Ja, also sehr überraschend. Und er sagt dann auch sowas, ja, wir sehen uns sowieso im verwunschenen Land wieder. Das ist übrigens eine kleine Anspielung an Sword Art Online Staffel 3. Ja, diese Zwischensequenz könnt ihr euch gerne angucken. Es ist auf Englisch. Ich packe sie euch unten in die Videobeschreibung rein, die Zwischensequenz. Wenn ihr euch die gerne angucken wollt, könnt ihr euch die gerne angucken. Wenn nicht, dann nicht. Ich packe euch da einen Link in die Videobeschreibung rein, falls ihr euch interessiert, diese letzte Zwischensequenz. Wie gesagt, ich kann sie euch nicht zeigen, weil es diesen Bug bei mir gibt. Und in der nächsten Folge geht's dann los mit dem Finale von Sword Art Online Pferdebrille. Bis dahin und ciao.